Völklingen, eine Kleinstadt im Saarland. 40.000 Einwohner, ein hoher Ausländeranteil und die NPD sitzt im Stadtrat. Völklingen gehört zu seinem Berichtsgebiet. Johannes Kloth ist Lokaljournalist für die Saarbrücker Zeitung. Auf seine größte Story stieß er zufällig. Also ich habe zunächst einen Tipp bekommen aus dem Bekanntenkreis. Jemand sagte mir, da gibt es 2 Brände in Völklingen. Kümmere dich mal drum. Ereignisse, die 4 Jahre zurückliegen und von der Polizei bis jetzt nicht aufgeklärt wurden. Der 5. August 2007. 3 Brände in einer Nacht. Brandstiftung. Immer sind es die Wohnhäuser von Migranten. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund jedoch schließt die Polizei frühzeitig aus. Johannes Kloth wundert sich darüber, fragt nach bei den zuständigen Behörden. Als man seitens der Polizei realisiert hat, in welche Richtung meine Recherchen gehen sollen, dann hat man mir schon sehr deutlich gemacht, dass es der Holzweg ist. Man hat mich dann hingewiesen auf die Milieuprobleme, die Türken, die untereinander Fäden austragen und dass bestimmte Opfer auch schon einschlägig bekannt sind aus anderen Kontexten und dubiose Figuren sind. Und das hat mich selbst auch verunsichert in der Recherche natürlich. Aber er bleibt hartnäckig, trifft sich mit Opfern der Brandanschläge wie diesem Besitzer eines Lokals. Vor der Kamera möchte der Mann sein Gesicht nicht zeigen. 2-mal schon wurde sein Haus angezündet. Er hat Angst, dass es nochmal passiert. Es ist nicht mehr normal. Also was ich zurzeit durchmache, also ich bin wie ein Hund immer am Riechen. Jede Nacht, wenn ich jetzt zu Hause bin, um 3-4 Uhr, rieche ich die ganze Zimmer, gehe ich in den Flur. Wenn ich Geräusche höre, da kriege ich immer Panik, dass nochmal das wieder passiert. Denn die Täter sind noch nicht gefasst. In weiteren Gesprächen erfährt der Lokaljournalist von immer mehr Brandstiftungen auf Häuser, in denen Einwanderer leben. Das sind Leute, die seit Jahren schon versuchen, diese Thematik mit den Behörden auch öffentlich zu machen und offensichtlich nicht auf Erfolg gestoßen sind. Da war ein richtiges Aufatmen zu spüren und ich habe gemerkt, es war auch ein bisschen eine Gefühlssache, ich habe gemerkt, diese Leute schwindeln mich nicht an, die sind tatsächlich betroffen und die möchten tatsächlich, dass sich was in dieser Stadt ändert. Das hat mich eigentlich auch motiviert, daran zu bleiben. Am Ende seiner Recherche kommt er auf 11 Brände zwischen 2006 und 2011. Bei allen war es Brandstiftung, in Häusern, die überwiegend von Migranten bewohnt werden. In allen Fällen wurde ein fremdenfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen. Kloth erkennt als erster, dass ein Zusammenhang zwischen den 3 Bränden von 2007 und 8 weiteren bestehen könnte. Eine Brandserie? Ich habe versucht, diese Brände zu chronologisieren und dann fällt schon mal sehr schnell auf, dass sich bestimmte Daten immer wiederholen. Einmal brennt es an einem 20. April, Hitlers Geburtstag. 3 weitere Brände an einem 3. September, dem Reichsparteitag in Nürnberg, auf dem die NSDAP ihre Machtergreifung feierte. Sonderbare Zufälle. Wenn man dann wirklich diese Auflistung sieht und wenn man sich das in der Gänze anguckt, und ich habe mir dann jeweils auch immer Notizen dazu gemacht, hier italienisches Eiscafé, eine türkische Schülerhilfe, hier ein italienischer Hausbewohner und so weiter. Und dann hat sich das wie so Puzzlestücke zusammengefügt. Er veröffentlicht seine Recherchen über mögliche fremdenfeindliche Motive bei den 11 Bränden in der Saarbrücker Zeitung. Überregionale Medien werden aufmerksam. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, dass der Kollege, wie ich hörte, auch in wochenlanger Recherche das Thema aufgegriffen hat. Und das ist ja auch nicht einfach in so einer relativ kleinen Stadt, das nochmal zum Thema zu machen, was ja auch eine gewisse Imageverlust oder Imagebeschädigung aus Sicht der örtlichen Verwaltung, mit der man ja immer zusammenarbeiten muss als Lokalreporter. Die Recherchen des Reporters sind auch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung interessant. Und die FAZ kommt so in Völklingen auf eine weitere Geschichte. In einer muslimischen Gemeinde ging eine der Bekenner-DVDs des Zwickauer Nazi-Trios ein, unfrankiert. Die Behörden halten die Informationen vor der Öffentlichkeit zunächst zurück. Ein Zusammenhang zwischen der Brandserie und der DVD konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden. Erstaunlich ist halt doch, dass in beiden Fällen Völklingen betroffen ist. Und da ist natürlich medial natürlich sofort eine, auch politisch Aufregung entstanden und natürlich auch Alarmglocken sicher angegangen. Jetzt müssen die Behörden reagieren. Das saarländische Innenministerium tritt vor die Presse. Ab jetzt übernimmt eine Sonderkommission. Die Hintergründe der Brandstiftungen sollen nun geklärt werden. Was wir prüfen ist, ob es zwischen den zahlreichen Brandstiftungen Zusammenhänge gibt
und ob und gegebenenfalls inwieweit sie fremdenfeindlichen oder rechtsextremistischen Hintergrund haben. Seitens der Behörden habe ich durchaus den Eindruck, dass man das jetzt ernst nimmt, dass man auch so unter Druck steht, dass man jetzt auch zu einem Ergebnis kommen möchte. Eine andere Frage ist, ob man das überhaupt kann, jetzt nochmal neue Ermittlungsansätze zu finden bei Fällen, die 4 Jahre her sind, bei denen zum damaligen Zeitpunkt vielleicht nicht intensiv genug ermittelt wurde, halte ich für fragwürdig. Und trotzdem, die Opfer hoffen. Der Bericht von Ihnen, das hat ja jetzt wirklich jetzt was bewirkt. Also seit 4 Jahren war ich schon total alleine. Irgendeine Reaktion ist jetzt aufgelöst worden. Und ich hoffe, dass die Ermittlungen diesmal gut ermittelt werden. Egal wie die Ermittlungen ausgehen, für die Brandopfer ist Lokaljournalist Johannes Kloth schon jetzt ein Held. Denn immerhin wird jetzt wieder ermittelt.